Ja, und sonnige Grüße aus dem Outback Münchens hier, Süddeutschland. Die Sonne scheint wunderbar. Temperaturen steigen auch wieder zusehends an. Und der DAX tat zunächst hier Ähnliches, wenn Sie sich an die Vormittagssendung des heutigen Tages erinnern. Ich begrüße erstmal zum JFD Live Trading TV jetzt am Nachmittag nach der US-Eröffnung. Nicht mit Blick auf die US-Indizes, sondern mit Blick auf den DAX, der hier ein Stück weit interessanter daherkommt. Und wir haben heute Morgen hier mit der Beschau auf den Stundenchart schon einmal festgestellt, dass wenn hier ein signifikanter Ausbruch über 11.520 Punkten erfolgen würde, haben wir hier im Prinzip das technische Signal für weiter anziehende Preise. Kurz nach der Sendung kam es auch dazu. Zur Mittagszeit nahmen dann auch hier die Spekulationen in Sachen Griechenland wieder zu. Und genau dieses Thema ist es auch, was den Markt so ein Stück weit unberechenbar zurzeit macht. Das heißt, hier können jegliche Hoffnungen innerhalb kürzester Zeit ja aufgebaut werden und genauso schnell auch wieder umkehren oder sich wieder umkehren. Und genau das führte hier nach diesem wunderbar technischen Ausbruch zu einem Umkehrsignal. Also man spricht hier von einem klassischen Fake-out. Also das heißt, die Teilnehmer wurden hier unter technischen Gesichtspunkten in den Markt gezogen. Es gab ja auch einen Lauf in Richtung 11.600 Punkte. Dann jedoch der Rückgang und hier war dann schon, ja, die Zeit geboten, seinen Stop auf Break-Even bzw. eng nachzuziehen. Denn wenn es denn hier nach so einem Ausbruchsversuch nicht zu einem Anschlussanstieg kommt, vielmehr die Kerze wieder oder die nachfolgende Kerze vielmehr wieder nach unten eintaucht in diese Widerstandszone, unter diese Widerstandszone, unter diesen Abwärtstrend, der hier eigentlich gebrochen wurde, dann muss man hier ganz klar das Kalkül ziehen, dass es sich hier um einen Fake handeln könnte, die Reißleine ziehen und entsprechend neu positionieren bzw. abwarten. Denn, und wir sehen jetzt hier in der Folge, die Preise kippten tatsächlich weiter nach unten und erreichten hier auch das heute Morgen benannte Level um 11.400 Punkte, 11.380 Punkte. Genau diese Zone ist von höchster Wichtigkeit, wurde schon mehrfach hier als Unterstützung bestätigt und genau dieses Level ist es, wo der DAX just abprallte nach oben. Letztlich, nach aktueller Einschätzung, stehen wir wieder fast genau da, wo wir heute Morgen standen, beziehungsweise die Situation ist ein wenig eingetrübter. Soll heißen, mit dem Fehlausbruch muss ich hier einen blau gestrichelten Pfeil, keinen blauen, weil das nicht unbedingt mein präferiertes Szenario ist, aber einen blau gestrichelten Pfeil zeichnen. Oder beziehungsweise wir können den blauen, nämlich machen meistens nur blau und grau. Letztlich blaue Tendenz nach unten ist jetzt aufgrund des Fehlausbruchs zu präferieren. Das Ganze kann nur relativiert werden, wenn wir es nochmal schaffen, über 11.520 rauszuziehen. Und das, wie gesagt, hängt jetzt hier so ein Stück weit sicherlich von den Entscheidungen in Griechenland ab. Ab 16 Uhr treffen sich ja hier zum EU-Gipfeltreffen in Brüssel wieder die Staats- und Regierungschefs. Und da wird dann auch ausgewertet, was denn hier ja, seitens Griechenland in Sachen Forderungen beziehungsweise in Sachen, ja, Einigung da noch vorgetragen wird und darauf wird es letztlich ankommen. Das heißt, der Markt ist sehr politisch heute getrieben. Rein technisch, wie gesagt, liegt ein Fehlausbruch vor und man kann nicht ausschließen, dass der DAX, wenn er nochmal unter F4 geht, wir haben hier ein neues Verlaufstief auf Stundenbasis gesehen, dass der DAX dann hier weiter zurückfällt bis zur benannten Marke um 11.230 Punkte etwa. Das ist möglich. Andererseits, und das muss man hier ein Stück weit wie Ping-Pong halten, machen wir es am besten jetzt eben hier in zwei Graufeilen, kann es genauso gut sein, dass wenn wir hier über 11.520 nochmal rausziehen, dass wir hier dann ein taktisches Kaufsignal haben. Unabhängig dieser Situation zeige ich Ihnen nochmal den Xetra-DAX und die 24-Stunden-JFD-Indikationen. Wir sehen hier, die True Range ist nahezu perfekt abgearbeitet. Das heißt, wir haben mit Blick auf die letzten 14 Tage hier rund 254 Pips an Range. Heute sind wir 255 gelaufen in der JFD 24-Stunden-Indikation. Hier die Range am Xetra DAX 252 Punkte und wir sind heute hier auch 255 gelaufen. Und Sie sehen, wir sind ganz, ganz sauber in der Range. Das heißt, der DAX hat hier seinen Tagesspielraum in kompletter Gänze ausgenutzt mit dem heutigen Tageshoch, mit dem heutigen Tagestief. Und insofern ist jetzt rein technisch für die nächsten anderthalb Stunden, bis der Xetra-Schluss dann fixiert wird, eigentlich nichts mehr zu erwarten. Das heißt, der DAX müsste hier innerhalb dieser heutigen Hoch- und Tiefpunkte seitwärts laufen. Dennoch, da gehen wir mal in die 24-Stunden-Indikation, dennoch ist es natürlich so, dass wenn wir hier ein neues Hoch machen oder ein neues Tief, das auch für die nächsten Tage eine, ja, Indikation sein könnte, dahingehend, dass die Märkte weiter in dieser Ausbruchsrichtung tendieren. Ich möchte Ihnen dazu nochmal den heute Morgen nicht zur Verfügung gestellten DAX-Wochentagsausblick zeigen. Und da ist die Tatsache dieses, dass wir am Donnerstag mit 64% positiver Schlusspreise einen enorm bullischen Tag haben. Und wir sehen es hier auch an der Kerze gerade, wenn der DAX hier vom Opening sich so hält, auch hier vom Opening Xetra, dann ist die Situation die, dass der DAX hier gute Chancen hat, eben hier noch einen draufzulegen und die Quote an einem Donnerstag während der letzten 52 Wochen weiter zu verbessern. Das heißt, der Donnerstag bleibt per se hier ein bullischer Handelstag. Doch was Sie auch sehen, ist, dass der Freitag mit nur 38% positiver Schlusspreise daherkommt. Das heißt, selbst wenn wir heute positiv aus dem Handel gehen, steht
stehen die Risiken im Raum, dass es hier zum Wochenabschluss, gerade auch wieder vor dem Wochenende, kein Mensch weiß, was am Samstag bzw. Sonntag für Entscheidungen rund um Griechenland getroffen werden, dass es dann am Freitag wieder mal zu einer Verkaufsorgie kommt. Das kann durchaus passieren. Deswegen auch hier die Tendenzen eben mit dem leicht präferierterem Szenario aufgrund des Fehlausbruchs heute, dass wir hier nochmal unter 11.4 zurückfallen könnten, speziell dann unter 11.350 hier sogar dann nochmal deutlich tiefer absacken. Also das ist definitiv eine leichte Tendenz, die ich hier aufgrund des Fehlausbruchs nicht ausschließen will. Aber wie gesagt, newsbedingt kann heute und morgen alles noch passieren. Rein saisonal sehen wir aber hier mit Blick auf die letzten Junitage und Juli, dass es hier nach einem leichten Dip nach unten tendenziell nach oben gehen dürfte. Das heißt, der Juli ist eigentlich hier von steigenden Preisen gesegnet und das bleibt es eben mal abzuwarten, ob es so kommt. Also hier, ich mache das jetzt auch nochmal blau, den Fall, das gefällt mir besser. Wir wollen uns ja hier mal festlegen in eine gewisse Richtung. Und somit warten wir mal ab, was passiert. Wie gesagt, gleich, oder es geht ja jetzt schon los, wir haben 1600 durch. Was da jetzt noch über den Ether, über die Ticker läuft, das wird sicherlich marktbeeinflussend wirken. Schauen wir uns abschließend noch den Tagesschart an. Mit der Tendenz hier, der blaue Tendenzfall ist und bleibt jetzt mal so aktiv. Das heißt, vom aktuellen Level ausgehend, wenn wir hier wieder nach oben anziehen, die 11.4 verteidigen können, dann sieht es gut aus, dass wir hier weiter nach oben ziehen. Wenn das allerdings ausbleibt, und da erlaube ich mir jetzt hier direkt mal den grauen Fall reinzunehmen, dann muss man davon ausgehen, dass wir hier mit Eintauchen wieder in den Abwärtstrendkanal weitere Rücksetzer sehen. Also es bleibt hochvolatil, es bleibt spannend, liebe Zuschauer. Rechnen Sie mit allem. Wenn die Märkte newsgetrieben sind, kann immer viel passieren. Ich sage jetzt erstmal danke fürs Einschalten, wünsche Ihnen noch einen schönen Resttag. Zur Not Laptop, Screening Machines, Desktops ausschalten und ein Stück weit das schöne Wetter genießen und dann einfach mal schauen, was die Märkte dann letztlich in wenigen Stunden dann zu vermelden haben. Ich sage erstmal danke dafür, freue mich, wenn wir uns morgen wieder hören. Bis dahin, beste Grüße, Ihr Christian Kämmerer und tschüss.